Und damit da heiße ich euch willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Eternal Darkness Sanity's Requiem. Wir hatten gerade leider kein Bild, aber jetzt haben wir Bild. Ich hoffe übrigens, dass die heutige Folge besser ist als die letzte, weil da gab es ein paar Bildhänger, ein paar Tonprobleme. Ich hoffe, das ist besser. Bei der letzten Folge haben wir mit Dr. Maximilian Roivers begonnen im Kapitel Das lauernde Grauen. Ja, wir haben das Anwesen angeschaut. Wir haben zwei Kodex und einen Zauber gefunden. Außerdem im Nahkampf ein Säbel, im Fernkampf zwei Pistolen. Bisher ist noch nichts passiert, aber wir haben ein paar Briefe gelesen. Zwei von drei, den dritten müssen wir noch lesen und... Nachdem wir das Tome gefunden hatten, durch ein kleines Rätsel, haben wir gesehen, dass ein Grauen in unserer Eingangshalle ist. Das heißt, jetzt wird es sehr lustig, weil ich würde mich sehr arg wundern, wenn das Grauen das Einzige wäre, was jetzt uns versucht umzubringen. Das kennen wir ja bisher auch nicht anders. Ja, bevor wir nach draußen gehen, ich gehe nur schon mal hier zum... Kamin. Bevor wir draußen gehen, schauen wir uns jetzt erstmal natürlich die Runen an. Da haben wir hier einmal die den Uliaf-Kodex und den Red Gormor-Kodex für Area, für einen Bereich. Uliaf habe ich beim letzten Mal ja schon auf dem Kodex vom Bild her erkannt. Red Gormor ist, glaube ich, die Rune, die das Grauen in sich hat. Und sieht für meinen Geschmack ein bisschen aus wie sein Schnellzeichen, was ich ganz cool finde. Okay, dann wollen wir uns mal die Spellliste anschauen. Dann haben wir den neuen Spell, Reveal Invisible. Eine altertümliche Schriftrolle mit magischen Symbolen und Notizen. Mit diesem Zauber kann das Unsichtbare sichtbar gemacht werden. Nutze es weise. Einige Dinge sind aus gutem Grund unsichtbar und Normalsterbliche, also Menschen, sollten diese nicht sehen. Braucht die Narrow Cut und die Red Gormor. Das ist, glaube ich, für die Tür. Wir haben ja auf dem Bild vom letzten Part in der Eingangshalle eine Tür gesehen, die aber eigentlich nicht existiert. Ich glaube, dafür ist der Spruch da. Okay, jetzt natürlich der Brief. Ein Brief, fast unlesbar, wegen einer sehr zitternden Hand. Oh je, wir wissen ja schon, dass der A. Roivers, also der Aaron Roivers, beim Brief Nummer 2 panisch wurde. Kann also nicht so wahnsinnig gut sein. Verehrter Freund. Wie ich erwartet habe, liegen die Ruinen von Engar, dieser blasphemischen Nekropole, tief unter dem Anwesen. Schöner Anfang schon mal, von Engar haben wir noch nie was gehört, aber das erklärt vielleicht, warum das Anwesen immer so ein Anziehungspunkt für böse Wesen ist, ne? Die verdammten Diener von Chaturga sind so nahe, dass ich sie fast atmen hören kann. Es gibt eine Geheimtür in der Eingangshalle im Erdgeschoss und von dort können wir Zutritt erlangen. Ich flehe dich an, versammle einige Männer und versiegle es oder besser zerstöre den verdammten Ort. Ja, mit was denn? Wie sollen wir denn eine Nekropole zerstören? Weil Nekropole ist ja das Gegenstück seiner Metropole, halt nur mit Toten. Wir haben ja keinen Sprengstoff oder sowas. Okay. Ich habe etwas auf dem im Obergeschoss versteckt, was dir nützlich sein wird. Schau in das Licht und du wirst es finden. Ich wünschte, dass ich an deiner Seite sein könnte, aber meine... Gesundheit wird täglich schlechter und ich weiß, dass meine Zeit kurz ist. AR. Ja, vorher war es zumindest noch A. Roivers. Ach ja, und die Freude steigt,
einfach mal. Ich wollte ja vorher schon, habe ja vorher schon gesagt, dass jetzt bestimmt ganz lustig wird. Ich will da gar nicht rausgehen, weil hier drin sind wir sicher. Auch die Musik verspricht natürlich Nervenentspannung. Hier drin sind wir sicher, aber wir haben halt, ich meine, es gibt zumindest ein Grauen in der Eingangshalle und wie gesagt, ich bezweifle, dass es das Einzige ist. Puff, einmal durch. Hallo Dina, wieso läufst du sonst her? Weil du uns angreifst. Ach ja, Kletterer, ne? Kennen wir ja von Karin. Natürlich ein Kletterer. Gleich mal schön ins Gesicht. So. Ach ja, das hatte ich noch gar nicht erwähnt. Max macht Autopsien, bevor er die Gegner tötet. Er ist der Einzige, der das macht. Ein neuer Eintrag ist jetzt im medizinischen Journal. Er kann nachgelesen werden. Das sind Autopsien, die er macht. Und sie geben uns, ja, sie geben uns Beschreibungen zu den getöteten Viechern über Stärken und Schwächen. Wie gesagt, Max ist der Einzige, der das macht. Ich finde es mit den Autopsien verdammt cool. Ja, auf Englisch heißt der Chaturga Bone Thief, aber ich glaube, auf Deutsch heißt er Kletterer. Wir gucken uns die Autopsie gleich an, ich will nur schnell finishen. Und ja, ihr habt das gerade richtig gesehen. Max tritt die Gegner immer nach, wenn er mit dem Säbel kämpft. Er tut erst auf sie einschlagen und dann nachtreten. So, jetzt schauen wir uns die Autopsie an. Mit einem der schönsten Bilder, die ich je gesehen habe. Ja, es gibt da immer auch so nette Zeichnungen dazu. Die Kreatur trägt die Haut von Leuten, um sich selbst zu schützen. Und den Nackenverletzten tötet die Kreatur instant, also sofort. Ja, das wussten wir schon. Haben wir bei Karim gesehen, wenn wir den Kopf abschlagen, sind sie tot. Max muss jetzt zweimal auf den Kopf einschlagen, aber Karim war auch ein Krieger. Max ist ein Arzt, kein Krieger, braucht deswegen einfach länger. Ja, ich bin nicht mal wahnsinnig überrascht über die Flatterer hier. Es war einfach viel zu ruhig. Deswegen war ich auch gerade nicht sonderlich erschreckt. Wir haben auch volles Leben. Es war einfach viel zu ruhig. Das war der Diener, der uns im letzten Part noch gefragt hat, ob wir was gra ob wir irgendeinen Wunsch haben, ne? Okay. Ja, jetzt können wir in die Eingangshalle zurück und wir wissen, in der Eingangshalle ist das Grauen. Also wortwörtlich. Ich werde es mal ausprobieren. Wenn wir es nicht schaffen sollten, werde ich die Knarren nehmen. Aber ich will es mal mit dem Säbel probieren. Jetzt müssen wir erstmal laufen, weil wir wissen, die greifen ja sofort an. Ah, hier sind die dann nicht besessen. Okay, hallo Grauen. Spüre meinen Säbel. Aua. Aua, nur noch halbes Leben. Aber das Grauen ist besiegt. Wir haben ihm die Köpfe abgeschlagen. Wir haben die Rune. Mal um. So, wir haben die Rune. Vielleicht mal autopsieren. Aber zuerst haben wir hier jetzt den Invisible-Zauber. Ja, wir brauchten die Red-Gummer-Rune. Narukat hatten wir schon. Okay, jetzt autopsieren. Der sagt immer kleine Sätze. Neuer Eintrag und finishen. Ja, Max sagt immer kleine Sätze, wenn er die Viecher autopsiert. Er hat jetzt zum Beispiel beim Kletterer gesagt, das ist fantastisch. Beim Grauen hat er gesagt, das sind zwei. Ich nehme an, er meint die Köpfe. Chaturga Horror. Auf Englisch heißen sie Horror, aber ich glaube auf Deutsch heißen sie Grauen. Okay, der Nacken vom Horror ist der Schwachpunkt. Das wussten wir auch schon, das haben wir schon gemerkt. Dicke Chitinpanzerplatten und starke Muskeln schützen diese Kreatur. Ja, der ist sonst quasi nicht klein zu kriegen. Das wusste ich auch nur, weil ich das Spiel halt schon mal gespielt habe. Max Chapter ist übrigens das letzte Kapitel, was ich gespielt habe. Das heißt, danach geht's dann blind, wenn du das schon mal wisst. Okay, auch hier ein schönes Bild. Jetzt schauen wir mal, ich würde mich gerne erstmal heilen.
Unsere Gesundheit ist nämlich arg begrenzt. Und hier ist der Diener. Ach, der putzt jetzt einfach. Aber klar, der Diener sieht, wie sein Vorgesetzter ein dreiköpfiges Viech erlegt. Und dann putzt er einfach. Man merkt schon, Profi bei der Arbeit. Gleich nochmal. So, jetzt sind wir fast wieder voll, das sollte reichen. Ich will mit dem Diener kurz reden. Er scheint ja nicht besessen zu sein. Ich sage immer besessen. Ich weiß nicht, oder besetzt vom Plätterer, aber ich sage immer besessen, weil keine Ahnung, wie man das nennt. So, Diener, was hast du denn zu sagen? Okay, doch kein Profi. Man merkt schon, wenn man mit ihm redet, da hat er... wirkt er ganz anders. Aus Angst hat er weit die Augen aufgerissen und sein Kopf schlägt von links nach rechts, als würde er versuchen, irgendeinen unsichtbaren Horror zu sehen, der ihn verfolgt. Und er schreit, hast du keine Augen? Kannst du es nicht sehen? Also man merkt schon, er ist beim Talken, also beim Reden, nicht so ruhig wie normal. Ja, wir sind nicht die Einzigen, die die Monster sehen. Das wussten wir aber auch schon. Okay, ich will mich jetzt hier mal noch umschauen. Also wir wissen, im Obergeschoss ist etwas, was uns hilft. Wir waren ja in dem Zimmer. In dem Zimmer war nichts mehr. Ich höre Trapper. Einmal zur Knarre greifen. Peng. Autopsie. I have never seen anything like this. Okay, er hat sowas noch nie gesehen, hat er gerade gesagt. Ein neuer Eintrag. Bei denen wussten wir ja schon, dass sie Trapper heißen. Trapper. Ja, die haben keine Farbe. Da steht jetzt nicht schon Turgat Trapper. Die Trapper sind so gesehen unabhängig. Was haben wir hier? Am Schwanz hat er eine zystenähnliche Struktur und da drin kann er Energie speichern. Ja, das ist ja die Energie, die uns dann teleportiert. Und auch ein wunderschönes Bild. Man merkt schon, Max ist der geborene Bilderzeichner. Okay. Dann würde ich jetzt gerne wieder zum Säbel greifen. Hier höre ich auch einen Diener. Die könnten uns halt, wie gesagt, alle angreifen. Ich will... Aha, hallo Zimmermädchen. Ja, die wird uns angreifen. Verschwindet doch mal aus der Haut meiner Angestellten. Ich will doch nicht alle meine Angestellten töten. Finishen. Ja, wir finishen die natürlich, autopsieren die natürlich nur einmal. Und das eine Mal war schon, deswegen kam jetzt sofort der Finisher. Ja, das hier war auch mal eine nette Angestellte, ne? Das war das mit dem... Was ist das für ein Geräusch? Okay, Max hat die ersten Halluzinationen. Ja, wir haben auch nur noch halbe gesunden, halbes Verstand. Das war auch eine nette Angestellte, wollte ich sagen. Das war die, die das Essen vorbereiten wollte. Oh, hört doch mit solchen Geräuschen bitte auf. Ich mag die Geräusche doch nicht. Okay, hier ist eine normale. Was sagt sie? Cracking gleefully, the servant carefully toasts with a pierce to be a human origin into a nearby pot. Was zur Hölle? Also mit einem Grinsen tut diese Bedienstete menschliche Organe in eine nahe Schüssel. Vorsichtig, damit sie nicht runterfallen. Okay, interessant. Also wenn, das wusste ich noch gar nicht, dass wenn man redet, dass man dann auch Halluzinationen bekommen kann. Weil ich glaube jetzt nicht, dass die wirklich menschliche Organe in einen Topf tut. Also danke, das würde ich gerne nicht essen. Ja, sie erinnert Max daran, dass das Mahl dass die Mahlzeit bald angerichtet ist. Okay, do as you wish.
Aber sie greift uns jetzt nicht an. What the fuck? Also diejenigen, die normal sind, können uns trotzdem Halluzinationen erzeugen. What the fuck? Sagst du noch was? Nein, nein, nichts. Kalte Mondlicht. Wo ist denn der Diener hier? Ich dachte, der würde da stehen. Ach, da ist der. Nein, ich will talken. Nein, nein, der hat immer noch Schiss. Das kennen wir schon. Und höre ich das gerade falsch oder hören wir unser Echo? Also vielleicht täusche ich mich gerade, weil ich gerade ein bisschen panisch bin, aber ich glaube, wir hören unser Echo von den Schritten. Nee, doch nicht. Also hier war das Bild mit der Tür und hier ist aber keine Tür. Ich glaube, dafür ist dieser Unsichtbarkeitsspruch da. Den will ich mal sprechen. Die Frage ist, mit welcher Farbe? Es ist ja ein Chaturga-Zeichen. Ich probier mal Chaturga. Wow, was für ein Effekt. Es passiert gar nichts. Okay, dann mit Xelotop vielleicht. Ah, dann muss man die brechen. Dann muss man die brechen. Dann wird es die Uliaf-Rune sein. Aber die Uliaf-Rune haben wir bisher nur den Kodex. Okay, wir wissen ja, im Obergeschoss gibt es etwas, was uns hilft. Das heißt, wir gehen in den Obergeschoss. Ich höre schon wieder einen Flatterer. Oh Mann, ey. Dafür gibt es kein Weihnachtsgeld. Geh weg. Verschwinde, Dämon. Dafür gibt es kein Weihnachtsgeld vom Papa. So. Wir haben leider kaum noch Verstand jetzt. Das ist ein bisschen beschissen. Wie viel Leben haben wir denn noch? Ja, Leben sieht gut aus, nur Verstand nicht. Ich werde den Verstand aber nicht heilen. Ich habe es schon mal gesagt, ich heile den Verstand nur, wenn nötig. Sagst du jetzt was anderes? Hast du ja noch ein böses Monster gesehen? Nein. Okay, jetzt auf nach oben. Wie gesagt, oben soll ja angeblich laut dem Brief was sein, was uns hilft. Wir haben auch schon wieder ein verschobenes Bild hier. Ist auch nicht so toll. Okay. Die Frage ist, wo? Es war ja der Tipp von wegen ins Licht sehen. Du wirst es finden. Das sind schon wieder so Scheißgeräusche. Ja, auch das war eine Halluzination. Bei einem normalen GameCube wäre gerade eben der Bildschirm ausgegangen. Bei uns natürlich nicht, weil wir es über einen Emulator spielen. Aber eine Halluzination. Ich glaube, die hatten wir auch noch nicht. Hier, wir merken schon, Max ist nicht mehr so stabil innerlich, wie er mal war. Okay, der Diener ist noch normal. Was sagt er? Der Diener flüstert. Und er sagt irgendwas über seine Beine, dass eine Macht seine Beine gebrochen hat. Er schreit, dass manche versteckte Kreaturen in der Nähe sind. Ist das jetzt eine Halluzination wie bei dem Zimmermädchen oder ist das, dass er wirklich was merkt? Ja, was du nicht sagst. Böse Kreaturen in der Nähe ist gut. Eine Menge. Okay, hier ist nichts, aber nur der Spiegel, den kennen wir aber schon. Aber wie gesagt, schön, dass nicht alle Diener besessen sind. Oder besetzt von den Bone Thieves. Das freut mich sehr, weil ich will nicht alle als Gegner haben. Jetzt dachte ich schon. This isn't really happening! Max, beruhig dich bitte. Man merkt schon, Max dreht total durch gerade. Okay. Können wir hier machen? Ach, das Bild anschauen. Ich gehe jetzt in jeden Raum hier nochmal. Das war ja das Arbeitszimmer, wo wir angefangen haben.
Hier war aber auch nichts mehr. Ich glaube, er meint mit dem Licht das Glasfenster, weil da eine Sonne drauf abgebildet war. Noch ein Flatterer. Alter, wie viele Flatterer hier sind? Wo kommen die denn alle her? Kein Verstand mehr. Aua. Stirb. Ja, kaum noch Verstand. Wir hatten jetzt gerade eben null Verstand. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Verstand. Aber wir hören komische Geräusche. Jetzt will ich nochmal zurück, weil ich habe mal was gelesen. Das will ich kurz ausprobieren. Oh ja. Ihr seht dieses Bild hier. Dieses Bild hier vor uns. Das Bild, was vor uns ist gerade, ist das Bild, was normalerweise die schöne Ebene ist. Aber wenn man kaum Verstand hat, naja, sieht das Bild leicht anders aus. Man sieht schon, da ist es dann in liebevoller Handarbeit quasi. Eine höllische Zeichnung von einer monströsen Landschaft. Ein blutroter Himmel hängt über diesem liegt über diesem surrealen Land, wo man abgezogene Haut unter anderem sieht, an Knochen. Welcher verdrehte Verstand könnte das gemalt haben? Eigentlich ist dieses Bild natürlich das wunderschöne Bild. Aber weil Max fast keinen Verstand hat, sieht er das Bild halt ein bisschen anders. Das wollte ich kurz ausprobieren, ob das wirklich stimmt, weil ich das mal gelesen hatte. Also für einen Arzt verliert Max mir arg schnell Lebensenergie und ich glaube, er hat gerade irgendwas zitiert. Ja, Geräusche natürlich auch wieder ganz wunderhübsche. Ich hör's nicht. Lalalala. Hier war ja das Zimmer der Bediensteten. Ist immer noch abgeschlossen. Ja, wir hören auch wieder lustige Kruschgeräusche. Wie gesagt, ich hör's nicht. Ich hör's einfach nicht. Tu mir einfach so, als würde ich es nicht hören. So, hier ist das Glasfenster. Ah, Search. Hier haben wir vielleicht was. Ein weiterer Brief sieht so aus. Max sieht ein Envelope. Envelope ist, glaube ich, ein Kuvert, das hinter das Podest gefallen ist. Oder vielleicht dahinter versteckt wurde. Er spürt etwas, dass etwas Seltsames an ihm behaftet. Ein Gespür des Bösen. Ja, wir werden es nehmen. Angeblich soll es uns helfen. Wir können Hilfe brauchen. Mit einem Xelotop-Symbol. Wow! Hallo Flatterer Nummer 12, gefühlt. Der hat mich jetzt überrascht, weil der ist aus dem Fenster rausgesprungen. Oh, Drecksviecher, ey. Ich hab keine Angst vor euch. Aber er hat mich erschreckt. So, finish him. Da springt der einfach aus dem Glasfenster raus. Erinnert mich ein bisschen an Resident Evil, weil Resident Evil war ja. Ist hier hinter was? Nein. Bei Resident Evil war ja immer die. Beim 1er war ja immer das mit den Zombie-Hunden. Ja, und wir hören gerade Geweine, ich weiß schon. Wein doch nicht, die sind doch Let's Play auf. Aber die Geräusche machen mich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich machen die Geräusche gerade ziemlich fertig. Gucken wir uns mal den Brief an. Versiegelter Brief. Da ist ein Papier drin und das Siegel ist aus geschmolzenem Wachs. Und eine Rune ist eben auf dem Wachs. Ja, die Xaltoff-Rune. Und da ist etwas Schweres drin. Okay, öffnen wir mal. Einen Brief, adressiert an einen von... Adressiert an Max Vater. Nee, an einen Kollegen von Max Vater. Oh, interessant. Und einen Schlüssel. Einen Schlüssel fürs Erdgeschoss. Okay. Brief Nummer 4. Wir haben noch ein bisschen Zeit, ne? Wir haben noch 6 Minuten. Wir lesen den Brief auf jeden Fall noch. Wofür ist denn der Key?
Ein kleiner antiquierter Schlüssel. Ein bisschen rostig, aus Zeitgründen, einfach weil der schon sehr lange existiert. Das ist der Schlüssel zum erdgeschossenen Räubersanwesen. Wahrscheinlich zu der Tür, die man auf dem Bild sieht. Okay, Brief Nummer 4. Ein Brief, auch wieder geschrieben mit einer zittrigen Hand. Verehrter Freund. Wie ich erklärte, kommen die Bestien unserer Entdeckung immer näher. Sie wollen das Buch für sich selbst. And do not want us to have... Achso. Sie wollen das Buch für sich selbst und sie möchten uns aus dem Weg räumen. So würde ich es übersetzen, von wegen, sie möchten nicht, dass wir ihren Plänen im Wege stehen. Ich habe Schritte unternommen, um sicher zu gehen, dass sie diesen Schlüssel nicht berühren können. Damit er ihnen nicht in ihre Klauen fällt. Okay. Aber vielleicht ist auch für das Siegel im Erdgeschoss. Mich verstören gerade Hintergrundgeräusche, so deswegen kann ich nicht genau übersetzen. Der Basement-Schlüssel ist versiegelt mit einer mächtigen Magie. Wenn einer versucht, es zu öffnen, der nicht zu uns gehört, wird er schreckliche Schmerzen haben. Außerdem einen mächtigen Schlag des Verstandes. Damit er danach keinen Verstand mehr hat. Also jeder, der das Schloss berührt, ist es wie quasi eine Mausefalle. Jeder, der das Schloss berührt, kriegt einmal mächtige körperliche Schmerzen und verliert seinen Verstand. Beeile dich mit deiner Aufgabe, AR. Okay. An einen Kollegen unseres Vaters. Aber wir können doch im Basement gar nichts machen, weil wir haben ja versucht, unsere beiden Rune können nichts machen. Boah, diese Geräusche, können die Geräusche nicht einfach mal weggehen? Die Geräusche sind echt verstörend. Okay, dann gehen wir wieder nach draußen, glaube ich. Ich glaube, wir haben noch ein paar Minuten. Hä? Schwarz-weiß, sehe ich das richtig? Wieso ist jetzt alles schwarz-weiß? Hilfe! Böses Schwarz-Weiß, haben wir volles Leben? Ja. Volles Leben, voller Verstand. Wie kann das sein? Wir hatten gerade eben fast keinen Verstand mehr. Und gerade eben war es auch nicht schwarz-weiß. Noch ein Grauen. Mit der Uliafrone. Julia-Kuna haben wir ja noch nicht. Okay, schnell hinten chargen. Ich glaube, das ist auch ein Xelotov-Kraut. Das sehe ich aber gerade nicht. Weil es gerade schwarz-weiß ist. Oh fuck, der zockt uns schon wieder viel zu viel Leben. Komm schon, Max. Yes. Fall hernieder, bösartige Kreatur, woher du auch immer kommst. Julia-Frune. Okay, auch das war eine Halluzination. Auch das war eine Halluzination. Wir sind wieder im Obergeschoss, haben wieder kaum Verstand. Und ja, wir hören jetzt auch Frauen schreien. Ich glaube, man hört auch mal Babys. Das war jetzt die Julia-Frune, ne? Yes. Dann werden wir wohl beim nächsten Mal uns die Tür nochmal anschauen mit diesem Zauberspruch, mit diesem Unsichtbare sichtbar machen, mit der Uliafrune, weil ich glaube, wir müssen jetzt aufhören. Ja, wir müssen jetzt aufhören, wir werden es beim nächsten Mal nochmal anschauen, dann weiter anschauen. Einmal speichern. Vielen Dank fürs Zuschauen natürlich. Boah. Was? Nein, ich möchte mein Savegame nicht löschen.
Delete all save games. Ja, nein. Nein, ich hab nicht gesagt löschen. Alter, mach mich nicht fertig hier. What's that? Du hast erfolgreich alle Save Games gelöscht. Was zur Hölle? Ach, das war auch eine Halu. Die Halu kannte ich noch gar nicht. Okay, ich speichere lieber nochmal. Hahaha. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr merkt schon, das war jetzt die Folge der Halluzinationen. Nettes Haus zu früheren Zeiten. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann mit der Uliafrune versuchen, diese Tür sichtbar zu machen. Oh Mann, und ich glaube, ich muss beim nächsten Mal Verstand zumindest einmal casten, weil das geht nicht. Das geht nicht. Wir haben jetzt fast dauernd Halus gehabt. Ja gut, wir sehen uns dann morgen wieder. Heute kommt noch der Mittelerde Fight Club. Und ja, ich muss gerade lachen, aber ernsthaft, ich bin gerade ziemlich fertig von diesem Part. Also bis zum nächsten Mal, Freunde. Ihr habt euch wohl.